Hallo aus den Niederlanden. Oder heißt es Hallo aus den Niederlanden. Oder Hallo aus Holland. Wir sind hier gerade angekommen und freuen uns darauf, einen richtig tollen Urlaub zu verbringen. Und freuen uns darauf, euch an diesem Urlaub mitzunehmen und das mit euch zu teilen. Wir haben einiges geplant, wir haben vieles nicht geplant und lassen uns einfach mal auf uns zukommen und sind gespannt, was so passiert. So ist es. Der erste Eindruck ist schon mal sehr gut. Und ja, auf 8, 9 wundervolle Tage. Wir starten direkt mal mit einer Tour von unserer Airbnb, die wunderschön ist, wunderschön gelegen, einfach total liebevoll eingerichtet und wir haben uns wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Tolle Gastgeber. Oh ja. Es war ein junges Pärchen oder ein junges Paar, die hatten 3 Kinder. Eine ganz, ganz liebe Familie und vor allem mit unserem Vermieter hatten wir total tolle Gespräche. Man hat irgendwie wieder gemerkt, dass Gleiches so Gleiches anzieht. Also wir hatten eine komplett gleiche Weltanschauung und waren halt auch, gerade ich, Mira und er, in dieser Bubble vom Unternehmertum. Also ja, und das war ja echt also ganz überraschend, weil wir ja wirklich uns für eine Wohnung entschieden haben und nicht nach Menschen gesucht haben, mit denen wir uns connecten können. Und es kam dann einfach und es war wirklich schön und einfach nochmal so eine Bestätigung, dass das Universum einem schon liefert, was man so braucht. Wir waren ja ein bisschen kaputt von der Hinfahrt, muss man schon sagen. Es war schon anstrengend, aber wir sind ja voll gut durchgekommen und sind dann am Abend noch in ein nahes Städtchen gegangen. Das ist Amersfoort, das hat uns sehr, sehr gut gefallen und da waren wir echt total fasziniert, ja. Gell, weil die Häuser so wunderschön waren. Es waren einfach so irgendwie Vororte mitten in der Stadt. Also immer wieder so ganz ruhige Wohnstraßen mit großen Fenstern, die alles so wunderschön dekoriert ja. sind einfach. Also es war wie so ein Schaufenster zum eigenen Leben. Aber so als Außenstehender war es voll schön. Voll nahbar einfach. Genau. Ja, dadurch hat dieses ganze Volk, die ganzen Bewohner der Stadt so persönlich gewirkt. Als würde man sich kennen, obwohl wir ja da niemanden kannten. Mhm. Aber dadurch war es einfach ganz offen und schön. Also was heißt? Nee, ich glaube, ich würde trotzdem in der Natur wohnen wollen, aber ich könnte es mir eher vorstellen, wie Augsburg. Aber wie wäre es einfach mit so einer kleinen süßen Stadtwohnung als Zweitwohnsitz? Also wir haben dort einen sehr, sehr schönen Abend verbracht und das ist auch nicht das letzte Mal, dass diese Stadt uns gesehen hat. Am nächsten Tag haben wir dann eine Fahrradtour gemacht. Das war auch sehr schön. Holland unterteilt sich ja durch das Markermeer innen drin, was auf Google Maps sehr klein ausschaut, aber schon sehr großes Meer ist. Also man sieht nicht auf die andere Seite. Und dann halt die Nordsee. Und dann waren wir an der Nordsee und haben unser Auto irgendwie 10 Kilometer weiter außerhalb geparkt und sind dann mit dem Rad einfach so Richtung Meer gefahren. Das war eigentlich so unser erster Zugang zur niederländischen Natur und das war schon arg schön. Also du hast irgendwie schon 2-3 Kilometer, bevor du zum Meer gekommen bist, gedacht, boah, jetzt muss dann hier gleich das Meer angehen, weil das waren bestimmt 3 Kilometer Dünen. Und das war echt lang, gell? Also wirklich, ja. Wir haben gesagt, da ist es ja jetzt gleich und dann hat es noch gefühlt ewig gedauert, aber es war so schön, weil es so weit war und diese ganzen Hügel und die Fahrradwege direkt dazwischen und Holland ist ja eh sehr fahrradfreundlich. Da macht es ja auch wirklich Spaß, mit dem Fahrrad zu fahren, weil du deine eigenen Wege hast und genug Platz und dann fährst du da durch so eine richtig tolle Landschaft. Und am Meer war es dann aber auch richtig schön. Wir haben unsere Fahrräder wo abgestellt und sind noch ein Stück zu Fuß gelaufen.
haben uns dann eine schöne Stelle gesucht. Es war relativ windig. Der Fabian ist natürlich trotzdem ins Wasser gegangen. Also ich bin ja ultra der Wasser- und Wellenliebe, ja vor allem Wellen. Also das zieht mich magisch an. Vielleicht habt ihr es auch in unserem Ibiza-Vlog gesehen. Da waren wir einmal an so einer Klippe, wo wahnsinnig starke Wellen waren. Es war super windig, es war eine rote Flagge da, was einfach heißt, du gehst nicht ins Wasser. Und der Fabian sieht es aber, glaube ich, einfach nicht ein, gell? Oder hat es bis dahin nicht? Dafür nicht. Und hat dann aber jetzt in Holland eine Erfahrung gemacht, die das vielleicht geändert hat. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen demütig geworden. Und zwar, die Story war ultra spannend. Ich renne so diesen übelst langen Strand entlang und freue mich so voll aufs Wasser. Und gehe dann ins Wasser und spüre die Wellen wirklich, sag ich mal, mit jeder Zelle, sage ich mal. Ich habe mich so gefreut wie ein kleines Kind und schwimme und tu und mach und schwimme raus und denke, boah, geil, feier's Leben, war so glücklich. Und auf einmal schaue ich so, ich will gerade wieder so zum Strand schwimmen. Ich schätze, ich war so 50 Meter draußen und komme nicht mal voran. Und alles wird so viel kleiner und ich denke mir, oh oh, so, du bist schon klein, so in diesem großen Meer und der Strand ist mittlerweile gefühlt schon weit weg. Und ich schwimme so und denke mir, ich komme nicht voran und dachte wirklich, oh, Dame, ist es jetzt vorbei, so. Es war so eine Ohrfeige, so ein bisschen vom Leben. Und dann hatte ich echt Angst und dachte mir so, hey, jetzt mal ehrlich, Mindset, für was machst du denn diese ganze Weiterentwicklung und die Persönlichkeitsentwicklung jetzt? Glaub einfach dran, dass du da jetzt wieder hinkommst, bewahr Ruhe und bin dann wirklich so geschwommen und bin ruhig geblieben. Und ich bin dann geschwommen und ich war voll unter Anspannung, aber halt trotzdem voll das Positive gewahrt. Und dann irgendwie sind meine Füße so runter und dann stelle ich fest, dass ich irgendwie nur noch so hüfthoch im Wasser bin und schon lange wieder stehen kann. Es war schon irgendwie... Ja, es war ja so eine wichtige Erfahrung für dich, mal ja, die Gewalt der Natur so voll, zu spüren, also, und da eben den Respekt vor zu erlangen. In dem Moment habe ich das schon, also ich habe ihn schon ja immer wieder so ein bisschen beobachtet vom Strand aus. Es sah tatsächlich gar nicht so dramatisch aus, weil da war ein älteres Ehepaar im Wasser. Und ich habe ja immer das Gefühl gehabt, ihr wart auf der gleichen Höhe. Ja, und ich dachte mir, ja, wenn die da draußen sind, dann wird der Fabian das schon da zurückschaffen. Aber irgendwie ging nichts voran. Ja. Ja, aber war trotzdem alles in allem ein schöner Tag. Es war mega schön, ein wichtiges ja Erlebnis. Und also das mit dem Fahrrad, das können wir echt empfehlen. An dem Abend waren wir dann noch in Haarlem und da haben wir sehr lecker gegessen. Wir haben zwei Foodtouren schon über Holland gemacht und haben da zwei ganz ausführliche Videos über die Spots gemacht, wo wir waren. Die verlinke ich euch auch einfach mal hier oben oder hier oben. Ich weiß es nicht. Haarlem ist auch ein schönes Städtchen. Mega wir haben toll nicht so wahnsinnig viel davon gesehen, aber so im Zentrum, die Altstadt, war wirklich sehr ansprechend. Ja. Und sehr schön. Am nächsten Tag waren wir in Lillestadt und das war mega cool. Das war eben das Markermeer und da gibt es so eine ganz berühmte Statue, wir können die mal einblenden, oder? Mhm. Ja, das war auch mega cool, da hat man einen ganz, ganz entspannten, schönen Tag. Wir haben diese Windsurfer beobachtet, das fanden wir so faszinierend, weil wir haben die noch nie so nah und in Action Stimmt, gesehen, gell? Ja. Und die haben echt, das war so cool und hat so Spaß gemacht, dazu zu schauen. Das war echt, echt ein cooles Erlebnis. Du hast das gerade präsenter wie ich, da bist du so begeistert, ja, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. Weil ich das so cool fand, ich bin eher ein vorsichtiger Mensch und im ersten Instinkt denke ich mir so, boah, das ist schon ein bisschen heftig, du bist da so voll in der Kontrolle der Wellen und des Windes, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass man schon auch immer wieder runterkommt und das ja auch steuert und lenkt und ich glaube, dass das so ein mega befreiendes Gefühl ist, damit durch dieses Wasser zu düsen und da wirklich Gas zu geben. Also ich finde es mega und möchte es unbedingt mal ausprobieren. Ja, ich würde schon auch gern mit so einem Kite rumsurfen. Aber? Ich habe das bisher noch nie ausprobiert. Ich werde jetzt gleich aber ins Wasser gehen, habe ich beschlossen. Wirklich? Ja, mal kurz. Boah. Zumindest mal reinlegen.
Wetter war bis dahin nicht so mega. Und dann sind wir eben zu dieser Statue vorgelaufen. Und auf einmal hatten wir noch voll den sonnigen Nachmittag. Da haben wir dann auch meditiert und gelesen und konnten es wirklich schaffen, so einfach so voll schön im Moment zu sein. Und einfach uns hat gar nichts weggetrieben. Wir hatten gar nicht das Gefühl, wir müssen jetzt noch irgendwo hin oder irgendwie was super krass Spannendes erleben. Ja. Sondern es war einfach vollkommen okay, da zu sitzen, in dem Wind aufs Meer rauszuschauen, die Sonnenstrahlen zu genießen, ein schönes Buch zu lesen und einfach zu sein. Ja, so ist es. Ja, alles in allem kann man sagen, die ersten 3 Tage von Holland waren einfach in ganz, ganz vielen Facetten schon sehr überzeugend und einfach so der Vibe, den man spürt. Ich glaube, das ist es hauptsächlich. Der Vibe in Holland ist gut. Auf jeden Fall. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in unseren Urlaub schon mal gut gefallen hat. Es geht natürlich noch weiter. Das war noch nicht alles, was wir erlebt haben. Es gibt noch ganz viel zu erzählen. Deswegen hoffen wir, ihr schaltet im nächsten Video wieder ein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns unbedingt einen Daumen hoch. Macht irgendwo hier ein Abo. Und wenn ihr uns supporten wollt, was ihr bitte tun solltet, dann aktiviert auch die Glocke, weil dann weiß YouTube, dass wir cool sind und zeigt uns öfter. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir cool wären und uns öfter gezeigt werden. Ja, genau. In diesem Sinne.